Ja, und damit ein ganz herzliches Willkommen zu diesem Video. Da ich selber noch nicht wirklich weiß, wie ich es nennen werde, grüße ich euch trotzdem. Und wie ihr seht, sind wir hier in Train Fever. Und falls ihr euch wundert, nein, wir starten noch keine neue Map, denn das ist noch meine bestehende Map, an der ich nun 150 Stunden schon dran sitze. Ja. Das hier ist sozusagen, also ein kleiner Überblick. Nun, das hier ist mein Hauptbahnhof in Peritz. Ja, Peritz hat schon knapp 1150 Einwohner. Und ich spiele auf einer großen Map. Jetzt laggt. Alter Schwede. Also ich spiele auf einer großen Map und mit der Einstellung hügelig, wie ihr hier seht. Hier haben sich schon zwei Städte miteinander verbunden, das wäre einmal Gerlingen und Gröden. Ja. Hier mit sehr, sehr viel Verkehrschaos. Womit ich mich auch noch beschäftigen muss demnächst. Vor allem, was ist denn hier los? Ich gehe mal auf Play. Okay, da muss eindeutig diese Straße hier weg. Und am besten die hier auch. Jetzt ist das Fahrzeug noch im Weg. So. Hier hinten ist auch einiges los. Ja, egal, das ist mir jetzt egal. Und die größte Stadt hier ist Gröten, glaube mit knapp 1500, 1430, stimmt, ich habe ein bisschen umgebaut. So, womit wir uns aber heute beschäftigen, wo ich schon ein bisschen angefangen habe heute Morgen, wäre der Schnellverkehrsausbau von Peritz über Tarant nach Zegastmühle. Und ich wundere mich, warum es so laggt. Jetzt nach Zegastmühle. Da besteht bereits schon diese Strecke hier, die aber bloß bis Tarant elektrifiziert ist. Und zwischen Tarant und Peritz, was ist hier los? Zwischen Tarant und Peritz beherrscht noch Dieselverkehr, wie man hier sieht. Oh ja, der ladet aber schnell. Viermal Ladegeschwindigkeit. Ich benutze sehr, sehr viele Mods, noch dazu zu sagen. Und ich habe Mods auch bearbeitet. Hauptsächlich in den Höchstgeschwindigkeiten. Da ich 140 für bisschen bescheuert finde und so 160 eigentlich als es, als die normale Geschwindigkeit sehe. Als auch habe ich mir ein bisschen die oder ich habe ein bisschen die Leistungsdaten umgeändert, da die meisten zum Beispiel bei den Diesel-Loks überhaupt nicht stimmen, wo ich dann in, wo ich dann hier im Spiel bloß, dass ich 1500 PS bei so einer normalen Lok hier habe, so wie die hier, 1500 oder 1800 PS. Und ich habe mich da ein bisschen im Internet reingelesen und die haben dann doch schon, ich sag mal, deutlich mehr. Und deshalb habe ich das auch ein bisschen bearbeitet. So, also werden wir hier, auf dieser Strecke fährt sogar, glaube ich, ein IC mit einer Diesel-Lok. Aber ich habe mich nun entschlossen, hier eine Schnellstrecke auszubauen. Eine Schnellfahrstrecke. Hier sieht man schon mal den ersten Übergang, was ich gebaut habe. Hier der zweite, den habe ich umändern müssen. Denn ich finde die Brücke sehr nice. Die habe ich gestern in einem Video gesehen und dachte mir, ja, stimmt. Und die wurde, die gibt es ja noch und die wurde damals nicht übernommen, als ich auf meinen neuen PC umgestiegen bin.
Und deshalb habe ich mir die heute Morgen gedownloadet und musste die natürlich erstmal verbauen. Ja, so viel dazu. Jetzt ist die Frage, also mein Plan her sieht sich so weit. Hier oben habe ich schon angefangen, genau. Nämlich hier in Ziggersbühle waren noch diese zwei Gleise frei. Habe ich genommen. Und habe hier über eine Brücke, weil der Bahnhof ist erhöht, wie man hier sieht. Fand ich sehr cool. Wo die Stadt noch ziemlich klein war, also ziemlich am Anfang, sah das auch richtig cool aus, denn da war hier überhaupt nur nichts gebaut, ja. Und ich habe hier einmal diesen Fünferbahnhof von Neustadt, ist es glaube ich, von dem Pack Neustadt. Als auch hier noch so einen zweiten Bahnhof, der ist aber auch vom Pack Neustadt. Da mir aber fünf Gleise zu wenig sind. Und da hier Zegersmühle eine der größten Städte hier überhaupt ist, können wir mal kurz gucken. Ne, das war das Falsche. Das war das Falsche. Das hier war es. Genau. Ich muss mal ganz kurz die Musik 1 leiser machen. Ja, so ist gut. Hier Bevölkerung. Oh, wir haben noch 700 in Jerxheim. Ah, stimmt, da fehlen noch die Busse. Und Gerlingen, genau. Zegersmühle ist die drittgrößte Stadt. Und welche bieten am meisten Arbeitsplätze? Gerlingen, okay. Also hier, Gerlingen und Zegersmühle tun sich nicht viel. Also es gehört zu einer der größten Städte hier. Und da gehört natürlich auch einen großen Bahnhof hin. Also hier achtgleisig Standard. Und hier kommt der Cat reingefahren. Und hier gehen zwei Schnellstrecken durch den Berg, da nach hinten zur nächsten Stadt. Und das ist die bisherige Strecke. Genau. Und da kommt hier sozusagen jetzt die Schnellstrecke dazu. Die geht dann hier oben drüber. Und ich habe schon mal bis hier gebaut. Ja. So, mein weiterer Plan ist, hier in Tharandt ist noch der kleinste Bahnhof. Also der 160 Meter. Da passen ja gerade so diese fünf Waggons rein. Und da hier immer sehr, sehr viel Verkehr ist, würde ich das doch sehr gern ausbauen. Obwohl ich ja hier diesen Bahnhof direkt vorm, ach Quatsch, diesen Bahnübergang direkt vom Bahnhof extrem nice finde. Bin ich halt noch die ganze Zeit am Überlegen, wie ich es mache, ja. Ob ich nicht einfach den Bahnhof sozusagen weiter nach unten versetzt. Oh, jetzt ist Monatswechsel. Eieiei. Genau, ob ich den Bahnhof nicht einfach weiter nach unten versetze, dass ich hier trotzdem noch meinen Bahnübergang habe. Und dann mit der Schnellstrecke einfach ne, mitten durch würde ich nicht. Dann wird der Busverkehr aufgehalten, außenrum. Denn wir müssen ja nachher, das ist ja der Plan, dafür ist ja die Brücke hier. Wir kommen hier rein, gehen hier rüber, denn ich habe hier in der Mitte, genau, da fährt der ICE gerade raus, ich habe hier in der Mitte meine Schnellstrecke. Oh, da stimmt das ja auch noch an. Die mittleren Gleise sind sozusagen die Strecken für den Schnellverkehr. Besser gesagt, habe ich einen Plan, dass ich sozusagen von Zegersmühle hier durchfahren kann, hier durch. Und dann müssen wir gucken, mit einem Gleiswechsel oder nicht, durch bis nach hinten. Bergsheim. Da ist auch ein Kopfbahnhof. Hier. So ist eigentlich mal der Plan. Es wäre dann einmal quer durch die Map. Das wäre dann halt doch schon ziemlich nice, muss man sagen. Dann müsste ich hier einen Gleiswechsel machen. Das ist die Frage, wie bis. Jetzt sind die Gleise hier. Also man sieht, eigentlich ist jedes Gleis einmal besetzt.
Aber in dem Hauptbahnhof sind natürlich Gleise immer mehrfach besetzt, ja. Hier ist noch ein Gleis frei, wieso denn das? Ach ne, hier ist sie nicht. Genau hier. Der IC mit der Diesel-Lok. Warum es jetzt leckt, weiß ich nicht. Einfach nur schön. Ach ja, und ich habe hier auch noch einen S-Bahn-Kreis, der führt hier einmal hier aus rum. Benutzen aber nicht viele Leute. Mir aufgefallen. Tja, so, jetzt ist halt immer noch die Frage. Also wir kommen von hier und müssten von hier eine Kurve machen nach hier. So, jetzt mal gucken, wie schnell. Also und wie viel Stunden. Ob wir hier, genau, ob wir hier überhaupt drücken. Okay. Ach ne, stimmt, ich habe das ja vorhin so getestet. Ja. So, wenn wir hier rein wollten. So. Und wenn wir bei 117 Stundenkilometer, kriegen wir das schneller hin? 118, 19. Ich muss hier auf jeden Fall noch eine Weiche hinbekommen. 117. Wollte nicht irgendwas mit 119 oder so? Hier wäre 119. Müsste ich aber hier den halben Stadtteil umbauen. Hier bei 109. Gehen wir mal Pause. So, auf jeden Fall muss das weg, das weg, das weg, das weg, das weg. Oh, das ist schon mal das Erste. Lass mal gucken mit 110. 16. Wo ist hier? Müssten wir bis hier, ist die Frage, wenn ich jetzt hier 119 mache, so. Dann sag hoch, 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 die Brücke noch etwas kürzer. So. So, machen wir die. Da machen wir die. Da haben wir jetzt immer noch 119 bis hier. Ah. Das gefällt mir. Wo würden wir denn runterkommen? Da. Das wäre mir aber ein bisschen. Das wäre mir ein bisschen arg spät. Denn wir müssen ja noch hier unser zweites Gleis irgendwie rauskriegen. Okay. Okay, 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 okay. Das muss weg, das muss weg, das muss weg. Das.
Das kann mal bleiben. So. Ist das so? Den. Müssen wir dann in kürzeren Schritten oder? Haltestelle müsste. Oh. Aber. Oh. Oh, und so. Müsste jetzt doch eigentlich gehen. Ja? Also, das ist. Umbau ist eines der schlimmsten Sachen, finde ich. Weil es tut natürlich einerseits weh. Hier alles. Hallo? So, ich komme über die große Straße, komme ich ja nicht rüber. Hier eine kleine machen. Dann hier ganz kurz ansetzen. Dann auf 119. So. Und dann voll rein. Vision. Oh, ich bin zu tief. So, dann machen wir es jetzt nochmal. Okay, so wird es ja gehen. Oh, oh, ich habe jetzt sogar 120. Okay, so würde es gehen. Ah. Hoch. 120. Mindestens mal bis hier. Ja, mindestens. Wenn ich das jetzt verbinde, bin ich wieder bei 119. Ja, okay. Das so. Jetzt müssen wir erstens die zweite Brücke rüberkriegen. Was? Nee, nie im Leben funktioniert das. Okay, gucken wir uns das Spektakel mal an. Also, wir kommen hier von der Überführung hierher. Ah, da muss ich noch umändern. Oh, hier drüben auch. Also, wir gehen hier über den Fluss, über die andere Brücke. Über die Straße. Können wir hier noch ein bisschen angleichen. So ist gut. So das. Da ist was. Hier über die Straße und dann hier drauf. Okay. Bin ich ja schon mal sehr zufrieden mit. Hier müsste halt runterbremsen auf 80. Ich kann das wegmachen und das kann ich nur wegmachen. Hm? Ja, bei 92, das gefällt mir schon mal besser. Jeder Kilometer ist wichtig, ja. Auch wenn wir hier im Bahnhofsbereich sind, wo es eigentlich auch langsamer sein kann, was mir gerade mal so einfällt. Aber dann geht natürlich unser Takt auch hoch.
Ich kann mir überlegen, okay, der fährt dann immer hier, ja, okay. Brückenabschluss. Nehme ich in letzter Zeit immer den hier, weil der modern aussieht, ja. Und weil er mir einfach gefällt, muss man sagen. Passt eigentlich so gut wie immer zu jeder Brücke. Ah ja, wo ich die Bäume gerade sehe. Ich wollte hier in der Stadt auch noch einiges begrünen. Aber das wird alles noch kommen, wenn mal hier die groben Strecken stehen. Und weil ich muss sagen, das, was wir jetzt bauen, also Peritz-Tarrant, ist die erste Strecke, die jemals gebaut wurde. Ja? Und deshalb wollte ich die auch unter Dieselverkehr lassen. Denn mich juckt's einfach, weil ich finde auch Diesel noch schön, ja. Vor allem hier mit dem Metronom sieht einfach gut aus. Kam ja dem letzten erst raus, muss man sagen. Und da wollte ich natürlich nicht die Dieselloks weglassen. So, jetzt brauchen wir hier noch eine Weiche. Schnell wie möglich. 79, ja gut, wenn schneller nicht geht. Können wir hier schon mal die ersten Signale hinsetzen. Einmal das. Da kommt dann nichts hin. Nichts desgleichen. So, hier. Kann hier. Kann ich hier. Ach ne, das ist ja auch eine Brücke. Man könnte bloß hier platzieren. Hier und hier. Hier. Machen wir weiter. Richtung Osten. Hier und da. Eine Zwischenspeicherung. So, jetzt ist die Frage, wie schnell kommen wir hier rum? Weil 200 würde ich gern haben. Jetzt lassen wir mal auffüllen. Toll. Mich hier hoch. Aber schon eine starke Auffüllung. Oder eine heftige Auffüllung. Wenn ich bloß so mache. Ja, also wir kommen hier auf jeden Fall fast nicht drum rum. Also mein Plan war ja anfangs noch hier wieder zurückzugehen. Auch durch den Bahnhof in Tarant durch. Aber ich glaube, es wird mein einzigster zweigleisiger Bahnhof bleiben. So, erstmal richtig Sätze. Ist die Frage, ob ich das hier so am Rand hier vorbeilaufen lasse. Würde auf jeden Fall cool aussehen. Ja? Muss ich da bloß die grobe Richtung mal einschlagen? 200 nicht vergessen. Wo würde mir das gefallen? Ja. Okay. Ist auch in Ordnung. Ja, so bin ich zufrieden.